ist das Motiv jetzt noch? Er hat abgeschlossen mit seiner Freundin. Das meine ich aber auch. Ich meine, Norm, selbst wenn du hier gerade der größte Assi bist, aber eine Vergewaltigung traue ich dir echt nicht zu. Zu gütig. Noch Fragen an den Zeugen Groh? Dann möchte ich mal mit der Frau Zunder fortsetzen, die Tat beobachtet haben will. Frau Zunder, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Vielleicht ein bisschen mit Abstand von Ihrer ehemaligen Freundin, weil ich möchte da kein Theater haben. Frau Zunder, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Zunder, wenn man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass er unvereidigt bleibt. Ihr Vorname ist Ute, Sie sind 28 Jahre alt und wohnen in Osnabrück. Was sind Sie vom Beruf? Ich jobbe aushilfsweise in einer Videothek und bin ansonsten Mutter und Hausfrau. Und mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Ja. Frau Zunder, Sie haben sich erst vor kurzem bei uns als Zeugin gemeldet mit der Erklärung, dass Sie den Täter bei der Tat beobachtet hätten. Warum dann so spät, dass Sie sich das so spät melden? Ich habe mich einfach nicht getraut, mich zu melden. Ich war so fertig mit den Nerven und wollte lieber direkt vors Gericht. Und in der Zeitung habe ich dann gelesen, dass Sie genau den Richtigen auf der Anklagebank sitzen haben. Naja, dann dachte ich mir, es reicht, irgendwie zur Verhandlung zu kommen. Und deswegen bin ich jetzt hier. Und diesen Kerl, den habe ich gesehen. Der hat das arme Mädel vergewaltigt. Aber warum behaupten Sie denn sowas? Sie können mich überhaupt nicht gesehen haben, weil ich es nicht getan habe. Ich weiß, was ich gesehen habe, ja? Von voraus haben Sie das Ganze beobachtet, Frau Zunder. Tun Sie mir doch einen Gefallen, kommen Sie mal eben nach vorne. So, hier habe ich den Stadtpark. Mhm. Und da ist der Südausgang. Genau. Und circa hier ist unser Mehrfamilienhaus. Wir wohnen im ersten Stock. Und so gegen 20.10 Uhr saß ich gerade in der Küche und wollte mein Kind ins Bett bringen, im Kinderzimmer. Gucke durch unser Fenster und da sehe ich so ein kahles Gebüsch und diesen Kerl da hocken, gebeugt über die junge Frau. Aha, das haben Sie alles davon? Ja. Wie weit ist etwa Ihr Küchenfenster hier von dem Tatort entfernt? Ja, sagen wir mal so circa dort hinten von dem Eingang bis hier vor zu Ihnen und noch mal zurück. 40 Meter vielleicht. Also wenn man das alles wirklich erkennen konnte von Ihrem Küchenfenster bei der Tatzeit abends. Also notfalls müssen wir das nachstellen, ob man das alles sehen kann. Nehmen Sie doch mal wieder bitte Platz. Also jedenfalls sagt der Angeklagte, er habe die Farina Weiß nur in diesem Gebüsch gefunden und habe sie wiederbeleben wollen. Könnte das so gewesen sein? Also das, was ich da gesehen habe, mit Sicherheit keine Beatmung, ja? Da hat sie mehrmals geküsst und hat ihr ekelhaft rumgeschnuppert. Ja, die Frau lag da reglos da, hat er seine Hose schon aufgemacht und sie angekrabbelt. Du bist so krank! Das stimmt doch alles überhaupt nicht. Warum behaupten Sie so etwas? Zunder, bei diesen Lichtverhältnissen, bei der Entfernung, wollen Sie gesehen haben, eindeutig, dass er an einer Bewusstlosen rumgeschnuppert hat? Also, so ein Blödsinn habe ich lange nicht mehr gehört. Also, ich soll hier die Wahrheit sagen und das tue ich, nicht mehr und nicht weniger, ja? Dann drehen Sie sich vielleicht einfach mal rum. Da hinten sitzt ein Mann in einem grauen Shirt. Das Norman Grohl heißt der. Sind Sie sicher, dass Sie nicht diesen Mann gesehen haben, als Sie sich an Ihrem Küchenfenster die Nase platt gedrückt haben? Nee, also den Kerl. Gucken Sie doch mal richtig hin, Frau Zunder. Den habe ich noch nie gesehen. Der war's, eindeutig. Bin ich bekloppt. Der wollte sich vergewaltigen. Das ist alles erstunken und erlogen. Und das wissen Sie. Ich wollte Sie wiederbeleben. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Mir fällt ein, was ich noch gesehen habe, mein Freundchen, ja? Und zwar habe ich genau gesehen, wie er sie geküsst hat, seine Hose geöffnet hat und ihre Hose geöffnet hat. Und auf einmal hat er sich noch mal umgeschaut und hat mir genau in die Augen gesehen, genau in meine Richtung. Hat er gelächelt wie so ein Psychopath, total kranker Blick, den werde ich nie vergessen, diesen Blick. Und dabei haben Sie wahrscheinlich auch noch seine Augenfarbe erkannt und das kleine Muttermal hinterm linken Ohr oder irgendwie sowas. Nein, das habe ich nicht. Frau Zunder. Aber er hat sich halt wieder geküsst und plötzlich ist er aufgestanden und wie angestochen weggerannt. Ja, warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keinen anderen gesehen, aber er ist weggerannt Richtung Hundecafé. Einmal unterstellt, es stimmt, was Sie hier sagen. Warum haben Sie das dann nicht damals bei der Polizei gesagt? Ja, also ich war wie versteinert. Ich war total geschockt. So eine kriminelle, schreckliche Tat genau vor meiner Haustür. Damit wurde ich einfach nicht fertig. Und ich dachte mir, okay, es reicht halt, zur Verhandlung zu kommen. Das sind alles Lügen, die Sie hier verzapfen. Alles Lügen. Ich weiß nur nicht, warum Sie mich hier eigentlich fertig machen wollen. Wir kennen uns doch überhaupt nicht. Wir kennen uns, mein Freundchen. Was soll das denn schon wieder heißen? Woher kennen Sie den Angeklagten? Also ich sag nur, böse Mädchen kriegen es mit dem Stöckchen oder nachsitzen auf dem Lehrerschößchen. Das führt bei mir jetzt noch nicht zu dem größten Verständnis. Könnten Sie da bitte etwas mehr Klartext reden? Ja, also Stichwort Pornokeller-Videohaus, sag ich nur.
Na, klingelt's? Sagen Sie mal, fällt Ihnen nichts Dümmeres ein, als mit so einer erfundenen Schmuddelnummer daherzukommen? Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich jetzt hier einmische, aber das ist ja nun wirklich unfassbar. Ich kenne meinen Mann jetzt seit 10 Jahren und ich weiß ganz bestimmt, dass er kein Perverser, kein Pornofan und schon gar kein Vergewaltiger ist. Mhm. Mein Mann ist ein herzensguter und hilfsbereiter Mensch. Sie wollen ihm das Ganze hier anhängen, dabei ist er unschuldig. Frau Vogelmann, nehmen Sie bitte wieder Platz. Ich finde es ja gut auf der einen Seite, dass Sie an dieser Verhandlung teilnehmen. Aber es ist dann vielleicht nicht immer so leicht, was man hört. Ich muss Sie bitten, sich zurückzuhalten, denn ich möchte Sie ja nicht bitten müssen, rauszugehen. Ne? Und der kann Ihnen vielleicht einen Samariter vorgaukeln, aber mir nicht. Ich weiß, was ich gesehen habe und was er getan hat. Also Sie kennen den Angeklagten aus der Videothek, in der Sie arbeiten? Ja, und zwar in der Abteilung, wo die schmuddeligsten Pornofilme rumlungern. Und genau da ist er Stammgast. Ich schwöre Ihnen, ich kenne weder diese Frau noch ihren Pornokeller. Und das Videohaus? Ja, natürlich kenne ich das Videohaus, ich hab auch einen Ausweis. Aber da hole ich doch Familienfilme. Das kann meine Frau auch bezeugen. Warum wollen Sie mir sowas anhängen? Frau Zünder, wird denn der Videoverleih bei Ihnen über EDV abgewickelt? Was soll denn das bedeuten, dass wir Computer haben oder was? Na ja, sicher. Da lässt sich ja schnell klären, welche Filme mein Mandant ausgeliehen hat. Aber bitte sehr, so schnell wie möglich. Dann wird man nämlich erkennen, dass ich nur Filme wie Peter Pan oder auch die unendliche Geschichte und ähnliches ausgeliehen habe. Ja, und so für den Nemo. Das kommt Ihnen genau recht, weil Sie nämlich auch genauso gut wissen wie ich, dass wir solche Filme nirgendwo aufgelistet haben, richtig? Warum nicht? Naja, das ist so, also... Die Stammkunden können dann 50 Euro Kaution bezahlen und dann gehen die ganzen schmutzigen Filmchen unter der Ladentheke direkt an den Kunden und schon hat der Vorzeigemann ein Alibi und die Frau merkt nichts und er kann sich Pornofilme ausleihen, so viel wie er möchte. Das ist doch totaler Schwachsinn, das glauben Sie doch selbst nicht. Ich glaub das. Also, so schnell fliegt ein Doppelleben dann auf einmal auf, oder? Herr Vogelmann, wie lange haben Sie denn dieses Doppelleben geführt? Ist doch anstrengend, oder nicht? 20 Jahre lang, oder was? Immer einmal in der Woche zu dieser Videothek gegangen, um Ihr Sexualleben irgendwie oder Ihre Bedürfnisse irgendwie im Griff zu haben? Und dann wollten Sie es mal sehen, wie es wirklich ist, oder? Ich halte die Zeugin Zünder für absolut unglaubwürdig. Ja? Die taucht hier auf einmal aus dem Nichts auf und verbreitet dann irgendwelche haarsträubenden Dinge. Ja? Also entweder ist die Frau gekauft oder ist psychisch krank oder sonst irgendwie was. Also ich werde jetzt auf jeden Fall ankündigen, ich beantrage die Zeugen auf ihre Aussage zu vereidigen, Frau Vorsitzende. Frau Zünder, wollen Sie wirklich dabei bleiben, was Sie uns hier gesagt haben? Vor allen Dingen zwei Dinge ganz wesentlich, Ihre Beobachtungen aus dem Küchenfenster und das mit der Videothek? Ja, ganz sicher. Ich habe keinen Grund, hier zu lügen. Weiß ich auch nicht. Die Zeugin bleibt zunächst einmal unvereidigt. Über ihre Vereidigung werde ich allerdings noch vor Schluss der Beweisaufnahme entscheiden. Dann setzen wir mit Frau Drexler fort. Frau Drexler, bitte, und Sie nehmen bitte den Platz. Bleibt zunächst einmal unvereidigt. Das ist die Dame vom Hundekaffee. Ja, hätte ich mir auch denken können. Frau Drexler, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Frau Drexler, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Carola ist Ihr Vorname, Sie sind 45 Jahre alt und wohnen in Osnabrück. Was sind Sie vom Beruf? Erlebnisgastronomin. Und ich führe so ein Café, speziell für Hunde und deren Besitzer. Es heißt Wow Wow. Mhm. Fürs Protokoll, das erste Wow schreibt sich mit OW für englischsprachige Hunde. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Frau Drexler, der Angeklagte und die Farina Weiß, die da hinten sitzt, die waren ja am 20. März zusammen Gäste in ihrem Café. Können Sie sich noch dran erinnern? Aber natürlich. Das war ja eine totale Aufregung. Allein schon wegen dem Cäsar, dem Hund von der Farina. Und die Farina, die war auch total aus dem Häuschen, ja. Und dann ist sie irgendwann mal mit diesem Herrn da im Park verschwunden, um nach dem Hund zu suchen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann mal auf die Terrasse gegangen, um so nach dem Rechten zu schauen. Weil Sie können sich ja vorstellen, dass es nicht gerade die beste Werbung für mein Café ist, wenn da Hunde verschwinden. Naja, und dann habe ich schon diese Schreie gehört, entsetzliche Schreie. Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Also mir war sofort klar, was passiert ist. Jedenfalls haben Sie Polizei und Krankenwagen unmittelbar angerufen. Und das war auch richtig. Genau. Aber warum war Ihnen sofort klar, was passiert ist? Naja, also bei dem jungen Ding da, also dass da früher oder später mal irgendwie was passieren könnte, das war mir also total klar. Wieso war Ihnen das klar? Haben Sie hellseherische Fähigkeiten oder können Sie das irgendwie begründen, Ihre Ahnung? Ja, also ich kenne die Farina ja jetzt schon ein bisschen, ja. Ich meine, seit Anfang Februar kam die bei mir regelmäßig ins Café. Und dann mit ihren knappen Outfits, naja, da hat sie dann auch immer gierige Männerblicke auf sich gezogen. Was habe ich?
Das ist ja jetzt mal wieder eine schöne Information am Rande, ne? Halt deine Klappe. Bist du für eine Schlampe geworden? Herr Grohl, also Ihre Meinung kann ich momentan überhaupt gar nicht mehr dazu gebrauchen. Ich meine, also die Farina ist wirklich ein ganz nettes Mädchen, super reizend, ja, aber... Und ich meine, ich bin auch nicht spießig oder schließlich mache ich ja auch solche Flirtpartys. Aber irgendwie so selbst nach Wochen hat die Farina auch das Partyprinzip überhaupt nicht verstanden. Können Sie es dann bitte mal erklären, dieses Partyprinzip? Ja, gern. Also es geht nämlich darum, also wissen Sie, bei einem richtigen Flirt, da geht es ja um wahre Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, ja. Und das läuft einfach über rudimentäre Instinkte ab, also wie Gerüche zum Beispiel. Naja, und wenn es dann so um so Urinstinkte geht, da ist der Mensch vom Tier gar nicht mal so weit entfernt. Nur verdrängt der Mensch das immer gerne. Dabei ist doch total klar, also wenn man sich mal so ein bisschen mehr wieder auf seinen Geruch besinnt, und dann wird man auch feststellen, ob man den anderen, das Gegenüber, gut riechen kann. Also mit anderen Worten, eine gute Nase ist alles. Genau. Aber wenn man so mehr auf so durchsichtige Blüschen, wackelnde Hintern und Mini-Röckchen steht und meint damit irgendwie den richtigen Partner zu finden. Spinnst du jetzt, Carola, oder was? Was soll das? Na ja, gut, heute siehst du ja ganz anders aus, aber sonst mit so einem sexy Outfit, also ich meine... Sag mal, verstehe ich dich jetzt richtig? Meinst du jetzt, ich hätte es etwa darauf angelegt, von so einem Typen vergewaltigt zu werden, oder wie? Meinst du jetzt, ich hätte es etwa darauf angelegt, von so einem Typen vergewaltigt zu werden, oder wie? Ja, das natürlich nicht, Schätzchen. Aber ich meine, ich finde, du bist auch ein bisschen mit dran schuld. Ich meine, weißt du, mit dem ganzen Outfit hast du das total provoziert. Du bist da vor diesem Herrn Vogelmann herumgestöckelt, ja? Also da musst du dir doch unsittliche Gedanken bekommen. Tickst doch nicht mehr richtig. Doch, du hast ihn total angebackert. Also selbst ich von der Theke, und ich bin kurzsichtig, ja, hab ich dein rotes Höschen gesehen. Frau Drexler, nur damit mir hier keine Unklarheiten entstehen. Und wenn die im Handstand durch ihr Hundeflirtcafé gelaufen wäre und alle Spitzenhöschen der Welt in allen Farben zu sehen gewesen wäre, wir wollen doch nicht sagen, dass auch nur eine Mitschuld da ist oder es irgendwie rechtfertigen könnte, dass man hinterher jemanden versucht zu vergewaltigen. Dass es klar ist. So, aber Sie sind ja nach dem Anruf bei der Polizei wirklich gut gleich in die Richtung gelaufen, aus der Schreie kam. Genau, also ich bin halt dann zu diesem Südeingang gegangen, ja, zum Park, und kam dann gleichzeitig mit der Polizei da an. Die Zeugin Zundner hat gesagt, dass sie von ihrem Küchenfenster aus beobachtet habe, wie der Angeklagte geflohen sei vom Tatort in Richtung ihres Cafés. Ist er Ihnen da entgegengekommen? Da war keiner. Das habe ich jetzt ja gar nicht gewusst, Ute, dass du das so hautnah miterlebt hast. Jetzt sag nur, der arme Ramon hat das auch alles mit ansehen müssen. Das ist ja schrecklich. Ich meine, nach der Begrüßung eingangs war mir schon klar, dass sie beide sich kennen. Nur woher kennen sie sich? Na ja, die Ute, die ist auch hin und wieder in mein Café gekommen mit ihrem Mann und dem kleinen Ramon. Da hatten die wenigstens Ruhe vor dieser Hetzjagd. Vor was für eine Hetzjagd denn? Davon weiß ich gar nichts. Ja, also Ute, ich meine, du weißt doch ganz genau, dass du dich dafür hast noch nie schämen müssen. Naja, also seit bei denen irgendwann mal fälschlicherweise das Jugendamt vor der Tür stand, ja, wegen dem kleinen Ramon halt da, da hören die Nachbarn gar nicht mehr auf wegen, mit dem Rufmord. Die Ute war total fertig mit den Nerven deswegen, ja, dabei ist das doch alles nur ein Missverständnis. Die Ute ist doch total gute Mutter, die... Das will ja keiner wissen, Carola. Ramon, mir dämmert da irgendwas. Susanne, ich habe dir doch von diesem Jungen erzählt damals. Von dem Jungen, dem Ramon. Der Junge in der Grundschule? Ja, genau, genau. Der hieß Ramon? Ja, eben. Natürlich. Heißt das, Herr Vogelmann, dass Sie den Ramon, also den Sohn der Zeugin Zunder, kennen? Ja, okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bin auch etwas bestürzt, wenn ich ehrlich bin, weil also im Dezember 2008, da war ich als Lehrer in einer anderen Grundschule als Vertretung eingesetzt worden. Mhm. Und da war es so, ist mir dann im Sportunterricht dieser Junge aufgefallen. Der hieß Ramon, der war 9 Jahre alt. Und das Problem war, der hatte, das sieht man ja im Sportunterricht, am Knie sehr viele blaue Flecken und am Arm. Das war mir natürlich etwas verdächtig vorgekommen. Da habe ich den Jungen beiseite genommen und habe ihn darauf angesprochen. Und da hat der sofort dicht gemacht, ja, sofort dicht, und wirkte auf mich sehr, sehr bedrückt. Ja, sicher war er bedrückt, Mensch, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Er sollte nicht schaukeln auf dieser Gartenschaukel. Dein Vater hat es nicht repariert gehabt. Er ist da runtergestürzt.
Ja, aber ich habe es doch melden müssen. Sie haben es nicht melden müssen, ich hätte mit mir reden können. Da hätte ich Ihnen sagen können, okay, er ist von der Schaukel gestürzt, deswegen hat er die Flecken. Und was machen Sie? Sie hetzen anonym das Jugendamt auf uns. Was für Konsequenzen hatte das für Sie und Ihre Familie? Es war einfach nur schrecklich. Ja, die haben dann bei den Nachbarn geklingelt, weil wir gerade nicht da waren. Und dann ging es richtig los. Der ganze Aufruhr, überall im ganzen Haus. Ja, die haben nicht mehr aufgehört. Die haben uns als Rabeneltern total beschimpft, obwohl das Jugendamt dann wusste, er lebt bei uns gut, es geht ihm super bei uns, alles ist in Ordnung gewesen. Und trotzdem, unsere Nachbarn grüßen uns nicht mehr. Bis heute nicht. Und alles nur, weil so ein überambitionierter Vertretungslehrer unbedingt die Karriereleiter hoch will. Ja, das ist ja auch alles sehr schrecklich, das verstehe ich auch. Und vielleicht hätte ich mit Ihnen reden sollen. Ja, aber ich musste es doch melden. Man muss doch hin und wieder auch mal aufpassen. Besser einmal zu viel als zu wenig. Aber dass Sie jetzt mit diesen massiven Vorwürfen hier darauf reagieren, wollen Sie sich an mir rächen oder was? Frau Zunder, Ihre genauen Beobachtungen, die Sie uns vorhin aufgetischt haben, sollte das die Rache sein für die Anzeige beim Jugendamt? Ja, also nachdem das Jugendamt eben bei uns war, habe ich recherchiert, wo das herkommt. Und ich habe rausbekommen, dass dieser Lehrer aus dieser Schule daran schuld ist, an der ganzen Hetzerei. Naja, und ich habe recherchiert und wollte alles Mögliche wissen über ihn, ne? Über Roland Vogelmann. Und es kam nichts dabei raus. Über diesen Saubermann war einfach nichts zu finden. Und warum haben Sie dann so lange gewartet, Frau Zunder? Mir platzt bleibt der Kragen hier. Ja, ich wollte einfach vor Gericht aussagen und habe dann in der Zeitung gelesen, dass eben bald die Verhandlung stattfindet, ne? Und da war auch ein Porträtfoto drin. Ja, und dann wusste ich, okay, es wird bald sein und da habe ich mich jetzt Zeugin gemeldet, damit er endlich dahin gehört, wo er hingehört, hinter Gitter. Frau Zunder, das hätte hier 3 Jahre Freiheitsstrafe bedeutet. Und das hat mit Rache nichts mehr zu tun, wenn man beides miteinander vergleicht. Sie haben den Angeklagten also nicht im Park gesehen? Nein, das war alles nur erfunden. Auch das mit der Videothek. Mhm. Ja, also den hier, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ja? Weil der war das. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass er es war, vorhin, wo ich reingekommen bin. Da habe ich es gemerkt. Hältst du langsam mal deine Schnauze? Nein, werde ich nicht tun. Glaubt doch sowieso keiner mehr. Du erzählst doch von Anfang an hier nur Scheiße und lügst nur rum. Warum? Werden Sie nervös, Herr Kroh, oder warum mischen Sie sich gleich von sich aus ein? Und jetzt, Frau Zunder, möchte ich von Ihnen wissen, was Sie an diesem Abend wirklich und genau gesehen haben. Ja, also ich habe ihn einfach unter den Tisch fallen lassen. Natürlich war er das. An diesem Freitagabend ist er, wie angestochen, an meinem Haus vorbeigerannt, am Küchenfenster, wie vom Teufel gejagt, ja? Also das war das Einzige, was ich gesehen habe. Mehr wirklich nicht. Aber ich weiß, dass er das war. Und es tut mir wirklich leid. Ja, das sollte es, glaube ich, auch, Frau Zunder. Seien Sie froh, dass die Vorsitzende Sie noch nicht vereidigt hatte. Sonst wären Sie bei einem Jahr Mindeststrafe gelandet. Und so bleibt es aber zumindest beim Verfahren wegen Falschaussage und wegen versuchter Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft. In einem besonders schweren Fall. Da kommt was auf Sie zu. Herr Kroll, jetzt hätte ich vielleicht doch gerne von Ihnen was dazugehört. Haben Sie jetzt versucht, Ihre frühere Freundin im Stadtpark zu vergewaltigen? Sie wussten, dass sie auf dem Weg in den Park ist. Ich meine, Norm, komm, jetzt gibt's doch wenigstens zu. Ich meine, die Zunder hatte ich doch gesehen. Wie konntest du mir das antun? Na, das Einzige, was ich dir zu sagen habe, ist, dass du mich nie wieder Schlappschwanz nennen wirst am Telefon, Fräulein. Schlappschwanz? Ich meine, ja, mein Gott, ich habe dich Schlappschwanz am Telefon genannt. Na und? Und das ist ein Grund, mir hinterher zu gehen und mich zu vergewaltigen? Oder wie, Norm? Ich meine, denk mal drüber nach. Da wird er auch Zeit dafür brauchen. Noch Fragen an die Zeugin Drexler? Ganz. Bleibt unvereidigt. Vielen Dank, Frau Drexler. Bitte nehmen Sie hinten Platz. Werden Anträge gestellt? Schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, ich habe es angesprochen, ob der Angeklagte wirklich zufällig da war in diesem Café, wie sich dieses Flirtverhalten da letztlich gestaltet hat. Ich habe doch den Eindruck, es ging von Ihnen aus. Und wer den Hund da nun rausgelassen hat, um dann möglicherweise die Gelegenheit zu haben, dieses Flirtverhalten noch etwas zu vertiefen, wenn die Ehefrau nicht da ist. Ich weiß es nicht, wie es gewesen ist. Es ist hier völlig egal. Es ist Ihre absolute Privatsache. Da haben wir uns rauszuhalten. Der Angeklagte ist wegen erwiesener Unschuld freizusprechen. Vielen Dank, Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Herr Grohl, war das jetzt ein Geständnis oder was sollte das sein? Auf halbem Weg dann doch wiederum nicht. Kann jedenfalls dahinstehen. Beweislage reicht nicht, mal Landes freizusprechen. Ich schließe mich dem Antrag des Herrn Staatsanwalts an. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin. Herr Vogelmann, Sie haben das letzte Wort. Ja, ich bin einfach nur froh, dass das vorbei ist. Und ohne meine Familie hätte ich das nie geschafft.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Vogelbahn, ich glaube, das Problem bei Ihnen war schlichtweg, dass Sie weggelaufen sind. Dass man sich in so einer Situation erschreckt, weil die Hilfe missdeutet wird, ist klar. Nur wenn man dann abhaut und dann erst spät gefunden wird und sich auch nicht meldet oder auch das nie erklärt, dann wird es natürlich schon mal ein Verfahren draus. Das ist das eine. Frau Zunder, ich meine, ich will jetzt keine Tipps geben für Belastungszeugen. Nur Sie waren zu belastend. Das ist das Problem von falschen Beschuldigungen. Man will es doppelt und dreifach so gut machen und erfindet plötzlich Details, die man wirklich nicht hat sehen können. Deshalb habe ich so an Ihrer Aussage gezweifelt. Obwohl zwischendurch das mit diesem Videohaus, das klang derartig glaubwürdig. Herr Grohl, man kann das eine oder andere zu jemandem sagen. Meinetwegen auch das Wort Schlappschwanz. Nur so, wie Sie sich verhalten haben, war dieses Wort vielleicht gar nicht so falsch. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel der Revision oder der Berufung einzulegen. Nach Verzicht der Staatsanwaltschaft ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Norman Grohl wurde wegen sexueller Nötigung in Tatanet mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Ute Zunder wurde wegen falscher Verdächtigung und versuchter mittelbarer Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt.